Hallo, das folgende Video ist aus unserem großen Community-Stream. In diesem Stream konnten uns Community-Mitglieder, unsere Rudelmitglieder, wie wir sie nennen, eigene Videos zur Verfügung stellen, die ich mir angeschaut habe, live kommentiert habe und gerade das Verhalten und die Körpersprache der Hunde so ein bisschen unter die Lupe genommen habe und erklärt habe. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem folgenden Clip. Ihr findet den Link zu dem gesamten Stream, der über 3 Stunden lang ist, am Ende in Outro oder unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch auch den ganzen Stream ungecuttet und ungekürzt anschauen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Clip. Sollen wir es jetzt mal andersrum machen? Soll ich jetzt mal quasi live kommentieren und nicht erst gucken? Wie lange geht das? 50 Sekunden? Okay. Wir sehen ein Weimaraner, ein bisschen schmal für ein Weimaraner. Weimaraner Wischler Mix, wahrscheinlich ein Weimaraner, weil sehr hell. Ist mir ein bisschen schmal für ein Weimaraner, ist egal. Und das da hinten wird ein Wasserhund sein, so wie ich das einschätze von der Zeichnung und vom Lockenfell. Oder es ist ein Dudel, kann auch ein Dudel sein, ist egal. So, das hier ist eine Hündin, weil keine Knöten, das sieht man nicht. Wir machen keiner kennt das Video, wir machen eine Abstimmung. Bevor ich sage, was ich glaube, was der tut, kurze Abstimmung, wir lassen das nur eine Minute laufen. Ja, wir sehen ja, was für eine Körperhaltung der Hund hat. Ja. Steif, Pfote ist angehoben, aus dem Jagdverhalten, Vorstehen, Anzeigen. Und daraus kann jetzt super viel werden. Und die Frage war jetzt, was macht der? Spiel, Angriff oder gar nichts? Aktuell macht der Vorstehen. Ja, was macht er als nächstes? Und dann Mix von Spiel und Angriff, schätze ich. Ja, ein Mix von Spiel und Angriff gibt es nicht. Also im Spiel dann als Angriff, das kann natürlich sein. Okay, gehen wir dem Ganzen nochmal 10 Sekündchen. Okay, also die Hälfte sagt Spiel und über ein Drittel sagt Angriff. Okay, und das ist auch so ungefähr, das kann beides werden, ne? Das kann auch gar nichts draus werden. Das kann sein, dass der einfach so stehen bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, das jetzt ist super schwierig. Ich kenne ja den Hund nicht, aber es ist eine Hündin. Das ist eine Hündin. Sie sieht ja zumindest mal nicht uralt aus und das da hinten sieht aus wie ein relativ junger Hund. Ne? Weil da ist kein Grau zu sehen, nix. Also ich glaube auch, dass das... Ja, Ronja ist 3 Jahre alt. 3 Jahre, okay. Ich glaube, das wird so nach vorne rennen und ein bisschen steif Hallo sagen und dann könnte vielleicht ein Spiel draus werden. Es kann aber auch sein, dass der andere Hund so eingeschüchtert ist, dass nichts draus wird. Also die Abfrage war jetzt, ich kann auch nicht sagen, was draus wird. Das kann beides werden. Ne? Spiel oder Angriff oder kann auch nichts, aber das ist eher der geringste Anteil, dass da nichts passiert. So, Videos ohne Ton. Das sieht aus wie eingefroren, ne? Beide so, so ein bisschen wie beim war auch. Also ich habe auch erst angefangen zu filmen, da standen die schon mehrere Sekunden so. Okay, dann versetzen wir uns mal in den anderen Hund. Was fühlt denn der gerade? Oh fuck, eine falsche Bewegung und die schießt los. Und ich weiß nicht, der weiß nämlich auch nicht, was die vorhat, ne? Also der weiß nicht, was die machen nicht. Wird. Der weiß nicht, haut die mir jetzt gleich zu Klump oder wird das ein Spiel? Und deshalb steht er da noch relativ souverän. Da würden jetzt einige schon sagen, ja, der steht jetzt so leicht eingedreht und so und der ist schon super präsent. Und ja, der steht aufmerksam da, aber auch nicht provozierend. Das ist doch recht neutral, ne? Die Rute ist zwar oben, um zu sagen, hey, ich bin auch noch da, aber die Ohren sind eher unten so auf, aber eigentlich möchte ich nicht hier sein, ne? Ja, der Dudel oder Wasserhund, der andere, der Schwarz-Weiß, ist eher so, was hast du vor? Das ist so, was? So, jetzt gucken wir mal. Also typischer Weimaraner rennt da jetzt hin und ist so ein bisschen steifbeinig und dann schnüffelt die und dann wird ein Spiel draus. Ah, sehr gut. Der andere hat gut reagiert. Boah, die ist aber auch hartnäckig, ey. Spiel, okay. Da war schon klar, dass das Spiel draus wird wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber da war der erste Ansatz von Spiel. Hier, wir machen es jetzt ja mal live. Ja, hier das erste Mal, was der macht, okay, pass mal auf, das kann auch sein, dass ihr was abgelenkt hat, ne? Aber jetzt bewegt er sich kurz, aber guckt dabei so ein bisschen weg, geht auch nicht frontal auf sie zu. Er nimmt so ein bisschen Druck raus, ne? Ohne da wegzugehen, ist schon da, ist schon präsent, aber geht jetzt auch nicht voll auf sie zu, um nicht zu provozieren, in Anführungsstrichen. Ich vereinfache das jetzt total, ne? Ich will da auch nicht zu viel. Er ist erst dann losgegangen, als wir uns bewegt haben. Ich habe gesagt, komm, wir bewegen uns mal. Ja, das kann so. Achso, der andere Hundehalter stand in der Nähe. Ja. Ah, okay. Ja, also, aber auch da, er geht nicht frontal auf sie zu, geht so ein bisschen auf Seite, hat auch erstmal kurz weggeguckt und hat vor allem auch so mal kurz mit dem Schwanz gewedelt. Ne, auch wenn jetzt
Schwanzwedeln heißt nicht freundlich. Schwanzwedeln heißt nur Aufregung. Aber Schwanz so ist auf jeden Fall Anspannung. Schwanz mal kurz. Ist auf jeden Fall mal ganz kurz eine Runde lockerer. Ne? Das heißt, ab dem Punkt, wo der in Bewegung geht, das geht ein bisschen früher los, hier weiß der noch gar nicht, was passiert. Und jetzt kommt der Punkt, wo er so ein bisschen Druck rausnimmt und sagt, hey, ist doch eigentlich alles cool, oder? Warte mal, guck mal, ich wedel mal so ein bisschen laufen, darf ich ein bisschen laufen, darf ich? Er guckt immer so ein bisschen weg, er guckt dann wieder zurück, weil ich weiß, was passiert. Sie geht auf einmal ins Vorstehen auf der anderen Seite, aber auch da hat sie kurz weggeguckt, die Ohren waren auf Seite, ist mal kurz gewedelt worden. Er ist sich immer noch nicht so ganz sicher. Und jetzt kommt, das seht ihr ganz gut, ich mache es mal auf langsam. Wenn die den jetzt angreifen wollen würde, würde die anders starten. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber es sieht erstmal körpersprachlich nach Spiel aus. Ne? So, und jetzt kommt ein Hups, da geht es vorne richtig tief, seht ihr das? Hui! Wenn ich jemanden angreife, dann gehen die nicht so tief vorne. Ne? Also diese Millisekunde, auch wenn das nicht viel ist, wo die vorne so richtig runter geht, hui! Das ist sehr übertrieben. Bei einem Angriff würde das nicht passieren. Dann würden die viel stolzer, viel aufrechter, viel präsenter laufen. In den meisten Fällen. Gucken wir es mal weiter. So, er ist jetzt erstmal überfahren, sagt, hör, das ist mir doch ein bisschen zu schnell. So, jetzt wird geschnüffelt. Sie sagt, ha, ich bin eigentlich ein nettes Mädchen. Guck mal, Leute, spielen, spielen. Und er so, nee, warte mal, ich hatte eben noch Angst vor dir. Okay, warte, ist mir zu viel. Okay, das ist eigentlich ganz nett. Uha. So, und jetzt ist okay, jetzt ist es lockerer, jetzt hüpft er mit. Ja, sie ist sehr forsch, ne? Aber das ist typisch für einen Weimaraner in dem Alter. Also das ist jetzt absolut nicht ungewöhnlich. Aber da sieht man am Anfang noch wieder, sie kommt auf ihn zu, da ist er noch sehr, sehr überfahren mit der Situation und von hier wird es mit Sekunde zu Sekunde lockerer. Hier ist noch alles steif, guck mal, Beine steif, Kopf steif, Nacken richtig hoch, Rute hoch, da glaubt er noch, okay, die könnte mir jederzeit eine fetzen. Und jetzt macht sie, hups, nochmal Spiel, hopsi, Pfote, hopsi. Und er so, nee, warte, ist mir zu doll. Aber hier ist der Rücken schon ein bisschen runder, alles schon ein bisschen lockerer, er dreht sich mal so ein bisschen weg. Das geht ihm jetzt einfach nur zu schnell, ne? Aber da hat er schon mitgekriegt, okay, das wird keine Prügelei. Das ist ihm einfach nur zu viel, zu wild. Und ja, jetzt spielt er dann so ein bisschen mit. Obwohl, das ihm noch zu doll ist. Aber ich denke, wenn man danach eine Viertelstunde spazieren gegangen wäre oder ist, dann werden die schön miteinander gespielt haben. Das ist zumindest so meine Einschätzung. Ach, bin ich jetzt... Ja. Warst du danach mit denen noch spazieren? Nee, wir sind in verschiedene Richtungen gegangen. Okay. Also ich weiß ja, wie Ronja so reagiert und wusste auch, dass da kommt kein Angriff zustande. Ne? Also definitiv nicht. Weil die ist 2 Jahre alt und die reagiert halt genauso ungefähr. Ne? Ja. Aber mir persönlich ist es eigentlich sehr zu forsch gewesen. Ich hätte da gerne, ich habe es jetzt laufen lassen, weil ich wollte genau das jetzt hier für den Stream haben. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher gesagt, hör mal, mach mal langsam. Druck rausnehmen. Ja, also die Problematik ist, dass bei einigen Hunderassen einfach einige Verhaltensweisen so tief verankert sind, weil man die so in der Zucht in den Vordergrund gestellt hat, dass sie da nicht anders können. Dieses Vorstehen, Anzeigen, Hüten, egal bei welcher Hunderasse, ne, ob es jetzt der Border Collie ist, die Gaia konnte nicht auf einen zugehen ohne so. Konnte die nicht. Ja, und die Ronja kann nicht anders als... Da hat die noch gar nicht drüber nachgedacht, was da passiert. Das ist für andere Hunde ist das oftmals bedrohlich. Und wirkt erstmal, weil das halt so ein Fixieren ist und so ein, okay, pass mal auf, ich habe die Faust schon mal geballt, vielleicht wird es aber in den Spielkampf. Und das ist sehr, sehr schwer für manche Hunde. Das heißt, wenn ich feststelle, dass die anderen sich damit schwer tun, würde ich da auch hingehen und einfach den Hund ansprechen und sagen, Ronja, komm mal kurz her, dass die einfach mal rausgeht aus diesem Freeze und dann lockert sich das meistens schon auf. Man kann aber auch ganz bewusst, der Weimaraner geht auf Angriff. Nee, Marion Tesche, das war kein Angriff. Das war ein Spiel. Also man hat es ganz, ganz doll gesehen. Und man könnte auch hingehen und sagen, pass mal auf, Maus, du darfst dir gerne ein paar Backpfeifen holen. Ich suche jetzt Leute, die sich nicht so blöd von dir anmachen lassen und treffe mich mit denen. Also Hundeleute. Ne? Und wenn die so auf Milan zugeht, der würde ihr gleich sagen, da hast du denn alle? Und dann wird die gleich, oh, schön, du meine alle. Und wenn sie dann oft genug Erfahrung gemacht haben, dann kann es auch sein, dass sie damit aufhören. Das Problem ist, dass die meisten Hunde einfach erstmal so überrumpelt sind, gerade wenn es so jüngere Rüden sind. Ich schätze, dass der ungefähr ihr Alter war, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Dann sind die einfach noch nicht erfahren genug, um da auch mal so einem jungen Mädchen zu sagen, sag mal, hast du einen Vogel? Ja. Aber es gibt super viele Hunde, die so spielen. Und das gibt sich auch im Alter. Selbst wenn du da jetzt nichts mehr machst, Alex, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so bleibt, gering. Das wird irgendwann besser. Ansonsten, der Fairness halber anderen Hunden gegenüber. Dass sie gerade,
bei den Hunden, die körperlich viel entgegenzusetzen haben, da klappt das auch wesentlich besser. Ne? Und der war jetzt tatsächlich so, ich kann da nicht so mit umgehen, die ist mir viel zu forsch. Der war völlig überfordert. Da habe ich gesagt, ach du Scheiße, wie ist die denn drauf? Aber der Fairness halber den anderen Hunden und den Menschen gegenüber sagen, hey, komm mal her, Maus, lass das mal sein. Man kann das versuchen, entgegenzuwirken, indem man den eigenen Hund hinlegt. Das kann dann aber auch wieder in die Hose gehen, ne? Dass die anderen dann halt sich blöd verhalten, weil dein Hund liegt. Aber man kann auch sagen, hey, Sitz oder Platz, dann kann sie halt nicht vorstehen. Wenn sie sitzt, ist sie viel neutraler. Ja. Das kannst du mal versuchen. Ja. Okay, die meisten, und das war in dem Fall ja auch so, die meisten sagen, nee, lass mal. Lass mal. Ja, aber dann ist doch gut, wenn die anderen das sagen. Du weißt ja, dass nichts passiert. Wenn die anderen das sagen, dann finde ich das auch nicht schlimm. So, das Weimaraner-Mädchen war schon wirklich spannend. Und ihr habt gesehen, wie überfordert der Pudel oder Dudel in diesem Fall war. Im nächsten Video wird es noch spannender. Das war für mich tatsächlich auch der spannendste Fall, denn da konnte man tatsächlich am meisten erklären in dem Stream. Und zwar geht es darum, wie schnell in Anführungsstrichen auf so einer Hundefreilauffläche Verhalten eskalieren kann und wie schwierig es ist, tatsächlich zu beurteilen, ob das Verhalten in Ordnung ist oder nicht. In diesem Fall ist es ein weißer Schäferhund, den ich in den ersten zwei Ausschnitten, die ich da sehe, noch sehr, sehr gut davonkommen lasse und im nächsten Ausschnitt das Ganze ein bisschen strenger sehe. Und ich kann euch eins verraten, ganz viele, die das mit mir live an dem Tag geguckt haben, und das waren über 600 Leute, die waren sich unsicher, denn wir haben tatsächlich sogar eine Umfrage gemacht. Findet ihr das in Ordnung, was da passiert oder nicht? Also, wenn ihr zu den frühen Vögeln gehört habt und das Video direkt am ersten Tag geguckt habt, dann müsst ihr euch gedulden. Dann kommt morgen aber hier das Video für den weißen Schäferhund. Ansonsten, wer ein bisschen später dran war, hier weißer Schäferhund auf der Hundefreilauffläche. Wirklich, wirklich spannend. Das war's für mich heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Daumen hoch da. Teilt gerne das Video oder abonniert unseren Kanal. Tschüss!